Der nächste Monat ist da und somit haben wir auch Mitte des Jahr Juni haben wir. Und damit kommen wir zu den Monat-News im Juni. Ja, vom 16. bis zum 19.2022 findet in Erlangen die Comic-Salon statt. Kostet, glaube ich, 10 oder 11 Euro Eintritt. Ob pro Tag oder komplett, muss ich euch hier in Anschluss nochmal reinpacken. Als nächstes haben wir das Game Festival in Nürnberg vom 25. 6. bis zum 3.7.2022. In der Zwischenzeit wird am 2.7.2022 im Haus des Spiels in Nürnberg, in dem Pellehaus, wo ich auch schon mal kurz mal Besuch habe, wird das Creator Barcamp dieses Jahr stattfinden. Ich werde auf jeden Fall da sein und viele, viele weitere CreatorInnen werden auch dabei sein. Wenn du ein Creator bist oder irgendwas produzierst im Bereich Video, dokumentier, keine Ahnung, was auch immer, oder Künstler seid oder euch mit Game und Co. Zu tun habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, egal ob ihr TikTok, Instagram, Telegram, ja, oder YouTube, egal was ihr macht, ihr seid herzlich willkommen. Einladen bitte bald noch eingeben. Link ist in der Videobeschreibung, sonst einfach www.creatorbarcamp.de. So, und ja, der Tierheimname wurde von Pfotenhilfe auf Flauschhilfe umbenannt. Ja, warum der Name umgeändert wurde, weil ich da den Namen zweimal und, oder was heißt zweimal, ich da schon den Namen vorher. Wir haben lange vorher eigentlich gesucht, aber Pfotenhilfe da schon davor und dann hat man im Vereinsregister geschaut und gesehen Pfotenhilfe Nürnberg NBD sind super klein, kaum auffindbar. Erst vor 2 Wochen sogar ist das mir selber aufgefallen, dass da irgendwas doppelt die und deswegen mussten wir jetzt den Namen ändern. Wir haben uns auf Flauschhilfe geeinigt und das ist dann daraus gekommen. Ja, seit dem 1.6.2022 fahrt ihr und ich auch 9 Euro pro Monat durch Deutschland. Ich habe teilweise schon Chaos und ohne Ende Verwirrung und ich mussten schon Züge geräumt werden von manchen Kollegen innen habe ich noch keine negative Erfahrung gehört. Die sagen, ist eigentlich relativ normal wie immer auch. Auch ich selber muss sagen, ich sehe echt auch nicht gerade so, als ob das irgendwie voller wäre als sonst. Ich werde da ja sehen, wie das sich alles noch entwickelt. Gamescom kommt ja auch bald. Informationen dazu bekommen wir aber erst im August dann und im September ist schon das Tierheimprojekt, deswegen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Es sind noch viele, viele, viele Sachen zu organisieren.
gedreht werden müssen. Deswegen mache ich auch nicht mehr so lang. Und ja, so, dann damit. Das waren die Monate nur im Juni. Wir sehen uns in einem Monat hier wieder. Bei Monat Juli. So, bitte nicht verwechseln. 6 kommt vor 7. Aber damit schönen Tag. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.